Are you a capitalist? Ich möchte damit beginnen, euch zwei Antworten auf eine Frage zu geben. Und die Frage ist, bist du ein Kapitalist? First response. Do I consider myself part of the casino capitalist process by which so few have so much and so many have so little? By which Wall Street's greed and recklessness wreck this economy? No, I don't. Die erste Antwort ist, finde ich, ich bin Teil des kasinokapitalistischen Prozesses, in dem so wenige so viel haben und so viele so wenig, in dem die Gier und die Rücksichtslosigkeit der Wall Street diese Wirtschaft zerstört haben. Nein, dann nicht. Second response. When I think about capitalism, I think about all the businesses that were started because we had the opportunity and the freedom to do that and to make good livings for themselves. Because people, to make a living for themselves and their families. We would be making a grave mistake to turn our backs on what built the greatest middle class in society. Die zweite Antwort ist, wenn ich an Kapitalismus denke, dann denke ich an all die, die Geschäfte, die begonnen werden konnten, weil wir die Möglichkeit dafür haben und die Freiheit, das zu tun, und weil wir ein gutes Auskommen, weil Leute ein gutes Auskommen für sich selbst und ihre Familie sichern können. Wir würden einen großen Fehler begehen, wenn wir uns davon abwenden würden, was die beste, die größte Mittelklasse oder Mittelschicht in der Geschichte hervorgebracht hat. That was a question that was asked during the first nationally televised Democratic presidential debate between Bernie Sanders and Hillary Clinton. Das war eine Frage, die gefragt wurde während der ersten demokratischen Präsidentschaftsdebatte, die in den ganzen USA übertragen wurde zwischen Bernie Sanders und Hillary Clinton. For the first time since Occupy Wall Street, the topic around capitalism and corporate greed is at the forefront. Even more historical is that socialism is being massively discussed in the corporate media and press. Das erste Mal seit Occupy Wall Street ist das Thema des Kapitalismus und der Gier der Unternehmer an erster Stelle. Noch historischer ist der Fakt, dass Sozialismus in den bürgerlichen Medien und der gesamten Presse diskutiert wird. Bernie Sanders has awakened a sleeping giant of mass anger and frustration with US capitalism, packing stadiums with thousands of people rallying to the call for a political revolution against the billionaire class. Bernie Sanders hat einen schlafenden Giganten geweckt, einen Giganten von massenhafter Wut und Frustration über den US-Kapitalismus. Er füllt Stadien mit tausenden von Leuten, die kommen, um seinen Aufruf für eine politische Revolution gegen die Billiardärsklasse zu erhören. Where youth are becoming more politically engaged, a study showed that socialism was the most looked up word in 2015 and that youth ages 15 to 29 are more likely to favor socialism. Ein Prozess, in dem Jugendliche sich mehr politisch engagieren. Eine Studie hat gezeigt, dass Sozialismus der meistgesuchte Begriff 2015 war und dass Jugendliche im Alter von 15 bis 29 eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, Sozialismus dem Kapitalismus vorzuziehen. Because of this mass enthusiasm around Bernie's campaign, the Democratic Party is in a bit of a crisis. Unfortunately, Bernie decided to run a mostly anti-capitalist campaign and a pro-capitalist corporate party. Wegen diesem massenhaften Enthusiasmus um Bernies Kampagne in der Demokratischen ist die Demokratische Partei in einer gewissen Krise. Unglücklicherweise hat Bernie sich entschieden, in eine überwiegend antikapitalistische Kampagne in einer pro-kapitalistischen Unternehmerpartei zu starten. And we've seen massive voter suppression and election rigging unlike ever before. Polling stations running out of ballots, lines a mile long, and residents being denied the right to vote due to not having proper ID. Wir haben eine massive Wählerunterdrückung und eine Wahlfälschung gesehen, wie wir das noch nie zuvor gesehen haben. Wahlbüros hatten keine Wahlzettel mehr oder nicht genug Wahlzettel. Es gab kilometerlange Schlangen vor den Wahlbüros und Anwohnern wurde das Recht zu wählen verweigert, weil der Ausweis nicht richtig war.
The rigged system of primary voting, delegates and superdelegates have begun to expose the Democratic Party for its undemocratic ways. Das korrupte System von Vorwahlen, Delegierten und Superdelegierten hat begonnen, die Demokratische Partei für ihre undemokratische Art zu offenbaren. But despite the obstacles being put in place by the DNC and the corporate media refusing to acknowledge Bernie, he is still getting massive support from voters. Aber trotz der großen Hindernisse, die der Demokratische Nationalkongress und die bürgerlichen Medien Bernie in den Weg stellen und dass die bürgerlichen Medien über ihn nicht berichten, bekommt er immer noch große Unterstützung von den Wählerinnen und Wählern. On January 23, 2016, thousands of people came out to march for Bernie in 36 cities, making it the first time in U.S. history where people marched for a presidential candidate. Am 23. Januar 2016 haben tausende Menschen in den USA an Demonstrationen für Bernie, am March for Bernie teilgenommen, und zwar in 36 Städten. Das war das erste Mal in der US-Geschichte, dass Leute für einen Präsidentschaftskandidaten auf die Straße gegangen sind. But the corporate media gave no coverage, total media blackout. Es gab überhaupt keine Berichterstattung von den bürgerlichen Medien und einen richtigen Medienboykott dazu. So on February 27, thousands more took to the streets to march again, this time in over 70 cities. In places like Chicago, 5,000 people marched downtown, calling for an end to corporate greed and exploitation. Am 27. Januar sind wieder Tausende auf die Straße gegangen, dieses Mal in über 70 Städten. In Städten wie Chicago sind 5,000 Leute zur Demonstration gegangen, um ein Ende für die Unternehmensgier und die Ausbeutung zu fordern. And still barely any media coverage. What's also amazing is the amount of money Bernie's campaign has raised. To date, he has raised $139 million with over 3 million individual contributions, averaging $27 each. Und immer noch gab es praktisch keine Berichterstattung. Was auch beeindruckend ist, ist die Zahl der Spenden, die Bernie's Kampagne gesammelt hat. Bisher hat er 139 Millionen sammeln können und die setzen sich zusammen aus über 3 Millionen individuellen Spenden mit einem Durchschnitt von $27 pro Spende. But despite this enormous support, Sanders still continue to fall behind in the primary elections and delegates, where in some places the choice between Sanders and Clinton for nominee is determined by a coin toss. Und trotz dieser enormen Unterstützung fällt Sanders dennoch in den Vorwahlen und bei den Delegierten zurück. In einigen Orten fällt die Entscheidung zwischen Sanders und Clinton als Kandidat durch einen Münzwurf. So what process by which the next possible president of the United States is coin tossed? I suspect we will see games of rock, paper and scissors next. Wenn ein Prozess, durch den der nächste mögliche Präsident der USA ausgewählt wird, ein Münzwurf ist, dann erwartet sie als nächstes Auswahlprinzip ein Schere-Stein-Papier-Spiel. The reason for this is that the US capitalist two-party system is rigged and was never intended to be controlled by the voters. Der Grund dafür ist, dass das Zwei-Parteien-System des US-Kapitalismus korrupt ist und das Wahlsystem korrupt ist und dass es nie dafür gestaltet wurde, damit es von den Wählerinnen und Wählern kontrolliert wird. So that leaves us the question, can Bernie win? The likeliness is low. The Democratic Party will not allow a self-proclaimed socialist to become its presidential nominee. Das wirft für uns also die Frage auf, kann Bernie gewinnen? Die Wahrscheinlichkeit dafür ist gering, denn die Demokratische Partei wird nicht zulassen, dass ein selbst erklärter Sozialist der nächste Präsidentschaftskandidat wird. But I want to move away from the question of whether Bernie wins or loses and focus on what does this mean for the class struggle in the US and class consciousness. Aber ich will etwas weggehen von der Frage, ob Bernie gewinnt oder verliert, und mich mehr darauf konzentrieren, was das für den Klassenkampf in den USA bedeutet und für das Klassenbewusstsein. People want to fight back, but most importantly, working people are not
seeing the Democratic Party and political figures like Hillary Clinton as representing their needs. Die Menschen wollen kämpfen, aber noch wichtiger ist, dass die arbeitende Bevölkerung die Demokratische Partei und politische Figuren wie Hillary Clinton nicht als diejenigen wahrnimmt, die ihre Bedürfnisse repräsentieren. Workers organizing for a $15 minimum wage, the Black Lives Matter movement, the struggle to end environmental destruction and the fight for women's reproduction rights. Arbeiterinnen und Arbeiter sind aktiv in Kampagnen für den 15-Dollar Mindestlohn, in der Black Lives Matter Bewegung, im Kampf um die Umweltzerstörung zu beenden und im Kampf um Selbstbestimmung von Frauen. The Republican Party continues to be reactionary right-wing lunatics, while all the Democratic Party seems to know how to do is tattletale on the Republicans. Neither party can fight for the needs of working people. Die Republikaner setzen ihre reaktionäre oder sind weiterhin reaktionäre rechte Verrückte, während das Einzige, was die Demokratische Partei zu tun scheint, ist, die Republikaner zu verpetzen. Keine Partei kann für die Bedürfnisse der arbeitenden Bevölkerung sich einsetzen. There have been major clashes in the trade unions, where rank and file members feel betrayed by their leadership's endorsement of Hillary Clinton, and union members are revolting. Es hat große Auseinandersetzungen in Gewerkschaften gegeben, wo die Basismitgliedschaft sich verraten fühlen dadurch, dass ihre Führung Hillary Clinton im Wahlkampf unterstützt und die Mitgliedschaft der Gewerkschaften revoltiert dagegen. The contradictions within US democracy and the actual structures that exist are becoming extremely clear for working people. And the Sanders campaign has accelerated that process. Die Widersprüche in der US-Demokratie und den eigentlichen Strukturen, die existieren, werden sehr deutlich für die arbeitende Bevölkerung und die Sanders-Kampagne hat diesen Prozess beschleunigt. Now this is not to say that everything Sanders support is right or that we agree with him. Das soll nicht heißen, dass alles, was Sanders unterstützt, richtig ist oder dass wir ihm zustimmen. His foreign policy and support for Israel is terrible and we don't support that. He also had to be pushed by the Black Lives Matter movement to take a stronger stand against racial injustices. Seine Außenpolitik und seine Unterstützung für den israelischen Staat ist schrecklich und wir unterstützen das nicht. Er musste auch von der Black Lives Matter Bewegung gedrängt werden, damit er eine deutliche Position gegen rassistische Ungerechtigkeit annimmt. But the best thing the Sanders campaign has done is give socialists a platform to delegitimize US capitalism and its two-party system while arguing for independent politics. Aber die beste Sache, die die Sanders-Kampagne bisher vollbracht hat, ist, dass sie Sozialistinnen und Sozialisten eine Plattform gegeben hat, den US-Kapitalismus zu delegitimieren und sein Zwei-Parteien-System und gleichzeitig für unabhängige Politik zu argumentieren. Now it would be foolish for one to say that the political terrain has not massively shifted over the last couple of months, creating more of an opening to argue for socialism. Es wäre albern zu behaupten, dass das politische Terrain sich nicht deutlich verschoben hätte in den vergangenen Monaten und eine größere Offenheit entwickelt hätte, um für sozialistische Ideen zu argumentieren. Where people are now planning and organizing to protest the DNC and Bernie's possibility of endorsing Hillary if he loses the nominee. Wo Leute sich jetzt dafür einsetzen und planen, den Demokratischen Nationalkongress, also dort zu protestieren, wo Leute jetzt planen, gegen die Möglichkeit zu protestieren, dass Bernie vielleicht Hillary unterstützt, wenn er den Vorwahlkampf verliert. Comrades, we're about to see an upheaval over the next couple of months. And with students protesting against student debt and Donald Trump, Black Lives Matter movement and the upcoming Chicago Teachers Union protest happening next week and other labor struggles. Genossinnen und Genossen, wir werden einen Aufstand in den nächsten Monaten sehen, bei dem Studierende und Schülerinnen gegen die Studiengebühren und die Schulden, die dadurch entstehen,
protestieren und sie werden auch protestieren gegen Donald Trump. Wir werden Proteste der Black Lives Matter-Bewegung sehen und einen Protest der Chicagoer Lehrerinnen- und Lehrergewerkschaft, der nächste Woche stattfindet, und auch andere Arbeitskämpfe. We as Socialist Alternative are positioned better than ever to argue for an independent party, pointing to our victory in Seattle with Shama Sawant, proving we can build a new political party of the 99% that refuses corporate money. Wir als Socialist Alternative sind besser als je zuvor positioniert, um für eine unabhängige Partei zu argumentieren, indem wir auf unseren Sieg, auf den Wahlsieg von Shama Sawant in Seattle verweisen können, was beweist, dass wir eine neue politische Partei der 99% aufbauen können, die Unternehmensspenden ablehnt. US capitalism and imperialism is in crisis, while it struggles to hold its position of global influence. Der US-Kapitalismus und US-Imperialismus ist in einer Krise, während die USA versuchen, ihre Position von globalem Einfluss zu bewahren. We know no matter what president is elected under capitalism, we will have war, poverty, racism, sexism, homophobia, terrorism and environmental destruction. Wir wissen, dass egal welcher Präsident gewählt wird, im Kapitalismus werden wir trotzdem Krieg, Armut, Rassismus, Sexismus, Homophobie, Terrorismus und Umweltzerstörung erleben. And it will be poor and working people that will suffer. So we fight for a socialist society and we engage wherever is needed to advance the class struggle. Und es werden die Armen und die Arbeiterklasse sein, die darunter leiden. Und deswegen kämpfen wir für eine sozialistische Gesellschaft. Und wir engagieren uns, wo immer das notwendig ist, um den Klassenkampf voranzutreiben. We don't stand on the sidelines. In the words of Rosa Luxemburg, the working class in every country only learn to fight in the courses of their own struggles. Wir stehen nicht am Rand der Bewegung. In den Worten von Rosa Luxemburg, die Arbeiterklasse in jedem Land kann nur lernen, ihren Kampf zu kämpfen, während sie ihren eigenen Kampf kämpft. Those who do not move do not notice their chains. We fight because capitalism is failing us. We fight because together, united, we can win. We fight because we have the power. Die, die sich nicht bewegen, die spüren auch ihre Fesseln nicht. Wir kämpfen, weil der Kapitalismus für uns gescheitert ist. Wir kämpfen gemeinsam und gemeinsam können wir gewinnen. Wir kämpfen, weil wir die Macht haben. We fight for socialism, goddammit, we fight for humanity. We fight no matter what. Wir kämpfen für den Sozialismus und wir kämpfen verdammt nochmal für die Menschlichkeit. Wir kämpfen, egal was kommt. The possibility of a left independent party is on the horizon. Die Möglichkeit einer linken, unabhängigen Partei steht schon am Horizont. But in the US, we will have a difficult fight ahead. The ruling class wants to save capitalism. Aber in den USA haben wir einen schwierigen Kampf vor uns, denn die herrschende Klasse will den Kapitalismus retten. But I say to you, comrades in Berlin, in Turkey, Ireland, Austria, Hamburg, Britain, England and so. Ich sage zu euch, Genossinnen und Genossen in Berlin, in der Türkei, in Irland, Österreich, Hamburg, Großbritannien, England und so weiter. The working people and the youth are fired up and ready to fuck up some capitalists. So